Hallo meine Freunde und willkommen zu einer Episode ganz speziell für meine Zuseher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen und heute ganz speziell für euch habe ich eine Review von diesem Buch hier, auf die ich mich total freue. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja, also ganz voraus nochmal gesagt, ich habe den Verlag angeschrieben, dass sie mir dieses Buch zusenden, damit ich eine Review machen kann. Es ist keine bezahlte Werbung, ich sage ganz frei meine Meinung über die positiven, über auch die negativen Sachen. Da gibt es auch ein paar Punkte, die ich nicht so ganz gut finde. Aber vielen Dank natürlich trotzdem an den Rheinwerk Verlag, dass sie mir dieses mega fette Werk hier zur Verfügung gestellt haben. Und es ist wirklich ein dicker Brocken. Das Buch hat 2,6 Kilo. By the way, bevor wir loslegen für die Frage, ist das Werbung, ist es keine Werbung? Es ist natürlich insofern Werbung, dass ich das Produkt vorführe. Also ja, in gewisser Weise schon, aber ich werde nicht bezahlt und es ist meine eigene Meinung. Insofern, ja, vielleicht auch nicht. Aber unten in der Bildbeschreibung ist der Amazon-Link, den könnt ihr verwenden. Und wenn ihr über diesen Link kauft, dann supportet ihr meinen Kanal ein kleines bisschen über den Affiliate. Na gut, also legen wir mal los. Wie gesagt, 2,6 Kilo hat dieses Buch, 2,5 Kilo, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Und es hat über 900 Seiten. Lass uns mal ganz genau nachschauen. Es hat 900, wie viele Seiten? 925 Seiten sind in diesem Buch. Da kann man noch ungefähr 40 bis 50 Seiten davon abziehen, die der ganze Index ausmacht, vorne und hinten. Und ein bisschen Einführung ist auch noch dabei. Aber dann ist man immer noch bei einer ganzen Menge Seiten mit sehr, sehr vielen Informationen. Was man zu diesem Buch ganz am Anfang sagen muss, und das steht hier auch im Untertitel, ist, es ist ein umfassendes Handbuch. Und immer wenn du das Wort Handbuch hört, dann heißt das, das ist ein Nachschlagewerk. Hier werden die technischen Funktionen des Programms ausführlich erklärt, in schönem Detail, wirklich gut verständlich, alles in Deutsch, auch die Funktionen, die ganzen Menübegriffe und so weiter sind auf Deutsch. Es ist aber kein kreativ inspirierendes Arbeitsbuch, das muss man auch dazu sagen. Also es sind hier viele Workshops drin, die Workshops dienen aber in erster Linie dazu, die Funktion des Programms zu zeigen und einen jetzt nicht kreativ zu inspirieren. So, ihr seht hier, ich habe ganz, ganz viele Lesezeichen hier drin, denn ich möchte wirklich eine ausführliche Review dieses Buchs machen. Was haben wir denn beim ersten Lesezeichen? Ach ja, genau, da kann ich euch gleich mal einen Blick ins Buch werfen lassen. Und zwar könnt ihr hier sehen, ich hoffe, dass das jetzt scharf stellt, dass wirklich jedes einzelne Tool einzeln beschrieben ist, auf Deutsch mit dem deutschen Namen, das ist schon ziemlich krass, und auch die Tools in den einzelnen Personas sind nochmal einzeln beschrieben, also wirklich sehr, sehr umfangreich. Und da kann ich auch gleich dazu sagen, bei diesem Buch, da habe ich habe mir das Buch hier von vorn bis hinten durchgenommen, ich habe jede Seite angeschaut und da waren oft Dinge dabei, wo selbst ich mir dachte, wow, das habe ich noch nie gehört, was ist das überhaupt für eine Funktion? Teilweise habe ich dann herausgefunden, es lag daran, dass ich das deutsche Wort für die Funktion nicht kannte, aber es waren auch viele Sachen dabei, von denen ich selbst noch nie gehört habe. Auf die kommen wir aber später in der Review. Also gehen wir weiter zum nächsten Punkt, den wir hier haben. Und da haben wir detaillierte Funktionen, die beschrieben sind. Und das ist auch ganz cool, zum Beispiel hier kann man sehen, es werden die verschiedenen Maskierungsarten detailliert beschrieben und was der Sinn dieser Maskierungsarten ist, was ziemlich cool ist. Also das heißt wirklich, nicht nur die Tools, sondern auch die Funktionsweisen der Tools und wofür sie nützlich sind, kann man in diesem Buch ganz gut finden. Und es gibt natürlich nicht nur eine Art, Dinge in einem Foto zu maskieren, und man kann Dinge auch maskieren über mehrere Ebenen hinweg und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr interessant und natürlich auch für die Fotobearbeitung ist Maskierung eines der wichtigsten Dinge. Wo wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Ach ja, guck, hier steht Vorlesen. Ich soll hier also einen Punkt vorlesen, das fand ich besonders toll. Und zwar geht es hier um die Auswahl Transparenzbereiche. Habe ich persönlich selbst noch nie verwendet, aber es scheint sehr sinnvoll zu sein. Also ich werde mir dieses Buch auch nehmen als Inspiration für Tutorials, die ich dann für meinen Kanal verwenden kann, weil hier sind echt viele Dinge drin, die ich noch nie so in dieser Art benutzt habe. Aber jetzt lesen wir mal ganz kurz diesen Punkt vor. Und zwar, die Auswahl über Transparenzbereiche kann beim Zusammenstellen mehrerer Bildelemente in Klammern Composing hilfreich sein. Aber auch wenn Sie ein Foto auf eine leere Leinwand platzieren und die Randbereiche mit einer Farbe füllen wollen, ist diese Auswahltechnik eine gute Wahl. Das ist doch mal ganz cool, dass da erklärt wird, nicht nur was das Ding macht, denn oft hat man ein Tool, man lernt kennen, was es tut und denkt dann, ja, aber wozu brauche ich das eigentlich? Und hier ist eben dann auch erklärt, wofür man das
im Idealfall einsetzen kann oder wofür es eine gute Idee ist. Also das ist ganz, ganz cool. Ach ja, ich habe völlig vergessen am Anfang. Ich glaube, das werden wir jetzt noch kurz nachholen. Es gibt hier 8 verschiedene Unterbereiche und dann gibt es noch tonnenweise Kapitel in diesem Buch und dann gibt es noch einen ganzen Berg von Workshops. Ich habe die gar nicht durchgezählt, aber Moment, gehen wir mal ganz kurz auf die Workshop-Seite. Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach so reinknalle zwischendurch. Das hätte ich eigentlich am Anfang des Videos machen sollen. Guck mal, hier, das ist die Liste der ganzen Workshops, die in diesem Buch sind. Also ihr seht, eine ganze Menge. Ich möchte aber auch gleichzeitig dazu anmerken, Workshops in diesem Buch bedeutet nicht, wie zum Beispiel mein Tutorials, dass es eine viertelstündige Aufgabe ist, mit der man sich auseinandersetzen kann und die noch irgendwie dann groß inspirierend ist, sondern es geht darum, dass einen Step-by-Step mal gezeigt wird, wie die Tools, die gerade erst erklärt wurden, dann tatsächlich anzuwenden sind, damit man das nicht nur weiß, was macht das Tool, sondern auch, wie kann ich es einsetzen. Und das ist ziemlich wichtig, weil besonders für Leute, die neu sind und für die ist dieses Buch auch sehr hilfreich, die jetzt anfangen mit Affinity Photo oder mit Fotobearbeitung allgemeinen, die haben oft noch keine Vorstellung, was diese Dinge, die da beschrieben werden, eigentlich sind und wie sie nützlich eingesetzt werden können. Und dafür sind diese Workshops eine riesengroße Hilfe. Also das ist ganz cool eigentlich, dass das mit drinnen ist und dass man die hier eben auch nochmal aufgelistet finden kann, damit einem das Ganze ein bisschen einfacher fällt. Und die sind sogar natürlich dann noch in Kategorien unterteilt, die zu den einzelnen Kapiteln passen. Also auch das ist sehr, sehr hilfreich. So, gehen wir mal weiter zu meinem nächsten Lesezettelchen. Was habe ich denn hier? Snapshots. Snapshots werden hier erklärt. Und das ist eine Sache, wo ich mir gedacht habe ich noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass das Programm Affinity Photo Snapshot kann. Was ist ein Snapshot? Snapshots heißt, du kannst Momentaufnahmen deiner aktuellen Bearbeitung machen des Bildes und dadurch kannst du verschiedene Versionen des Bildes anlegen und es ist irrsinnig hilfreich, denn oft ist es so, dass man was bearbeitet und dann denkt man 10 Minuten später, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht. Und vielleicht hast du es zwischendrin schon gespeichert und mal zu oder aufgemacht oder das Programm ist abgestürzt zwischendurch und du kannst einfach nicht mehr zurückgehen zu dem Punkt, wo du es noch gut fandest. Und mit Snapshots, da wird erklärt, wie macht man die, wofür sind die da? Und die sind genau dafür da, dass man immer wieder eine Momentaufnahme macht. Wenn ihr zum Beispiel Gamer seid, dann kennt ihr das als Quick Save, dass man einfach mal schnell speichert zwischendurch und zwar in einer eigenen Version. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr zwischendurch schnell speichert über die Datei drüber, dann wird ihr alles überschrieben, was ihr schon gemacht habt. Aber mit einem Snapshot eben nicht, da wird eine neue Version angelegt. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature und persönlich kannte ich das noch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ist zum Beispiel ein Tutorial-Video wert. Ja, cool, da haben wir doch schon eine gute Idee. Dann gibt es auch Live-Stapelgruppen. Auch eine Sache, die ich noch nie gehört habe. Und zwar, weil ich das persönlich anders mache. Und das ist natürlich auch, manche von euch werden jetzt sagen, wie kann man denn eine Live-Stapelgruppe nicht kennen? Ja, so ein Honk. Aber es liegt natürlich immer auch am persönlichen Workflow. Und bei mir ist es anders. Ich ziehe die Dateien einfach rein in eine offene Datei. Und dann sind sie auch als Ebenen angelegt. Eine Live-Stapelgruppe ist im Endeffekt, dass du mehrere Dateien gleichzeitig öffnest innerhalb einer Datei, wo die dann als Ebenen angelegt werden. Und das hat aber auch viele Vorteile. Und zwar kann man Stapelgruppen miteinander ja, mischen oder blenden. Also das müsstet ihr euch dann selber... Ich zoome das hier drauf. Ja, da kann man es ein bisschen sehen. Es gibt hier verschiedene Modis, mit denen man diesen Stapel kombinieren kann. Die verschiedenen Ebenen. Jetzt bin ich total unscharf. Hallo! Ah, da bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder scharf. So scharf war er noch nie. So, also auch eine Funktion. Bup, nie gehört, aber super geil. Was haben wir jetzt hier? Ach ja, genau. Und das ist, also jetzt kommt ein Kritikpunkt. Ich habe ja gesagt, ich sage nicht nur positive Sachen, ich sage auch meine eigene Meinung. Und ich muss natürlich sagen, auf über 900 Seiten, ja, da kann man zwischendurch auch ein bisschen schwafelig werden. Und das ist bei diesem Autor leider auch nicht anders. Und zwar, also hier haben wir einen Punkt, der heißt Quickmasken. Der ist aber nicht, also der ist schon in dem Bereich Masken. Was sind Masken? Aber es wird jetzt hier beschrieben und ich lese das auch mal ganz kurz vor. Im Kapitel 3 grundlegende Techniken haben Sie neben einigen Auswahltechniken auch die sogenannte Quickmaske kennengelernt, mit der Sie über einen Klick aus der gleichnamigen Symbol einen Bereich festlegen können, der ausgewählt werden soll. Ja, der Satz sagt überhaupt nichts. Der ist total inhaltsleer.
Und was ich mir jetzt erwarte für Nachschlagebuch ist, dass hier steht Quickmasse. Bitte schlagen Sie nach auf Seite 111, denn da wird die Quickmasse beschrieben, sogar mit einem Workshop. Statt dass ich hier so einen langen Absatz schreibe, der ist noch länger und man weiß nicht, worum es geht, einfach verweisen, wo es ist. Dann wird das Buch kürzer und man weiß wirklich, worum es geht. Also für Nachschlagewerk sind interne Referenzen, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig. So. Gehen wir weiter, das war jetzt nur ein kleines, es war nur ein kleiner Kritikpunkt. Ah, und jetzt sind wir schon beim nächsten Kritikpunkt. Ja, oh, es geht los. Jetzt hier die Dark Side, es kommt zur Dark Side. Und zwar, also nur ein kleiner Kritikpunkt, den finde ich persönlich aber wichtig, ist, wenn ein Begriff in einem Programm das erste Mal verwendet wird, und hier ist zum Beispiel der schöne Begriff Mischmodi, und ich habe mir gedacht, Mischmodi? Was ist denn ein Mischmodi? Habe ich noch nie gehört. Das ist ja eine Funktion, die ist bestimmt ganz toll. Und da komme ich drauf, das sind die Blend Modes. Das sind einfach die Blend Modes der Ebenen. Aber bei mir ist es so, dass ich mein Programm auf Englisch habe. Ich habe eigentlich alle Programme auf Englisch. Und das hat den einfachen Sinn, wenn ich online Hilfe brauche, dann komme ich mit den deutschen Begriffen wie Mischmodi nicht weit. Weil da die deutschen Nutzer, da ist nicht so viel da. Einfach. Es gibt nicht so viele deutsche Nutzer wie englischsprachige Nutzer logischerweise rund um die Welt. Und wenn ich Blend Mode eingebe, Affinity Photo Blend Mode, da finde ich viel, viel mehr Antworten auf meine Fragen. Und deshalb wäre es gut, dass man die Begriffe nicht nur auf Deutsch, sondern hinten in Klammern, zumindest beim ersten Mal, wo sie erwähnt werden, einfach auch mal in Englisch erwähnt. Das ist so ein Kritikpunkt, der für mich persönlich wichtig ist. Ihr könnt das gerne anders sehen, aber für mich wäre das wichtig. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ah, und da ist eine Sache, die finde ich wieder ganz cool. Ich bin schon wieder unscharf im Bild, das gibt's ja gar nicht. Der Lab-Mode. Ich bin seit über 10 Jahren Designer und ich muss sagen, ich habe noch nie vom Lab-Mode gehört. Was macht Lab-Mode hier? Ich zeige euch mal das Buch. Da, ist es scharf gestellt? Ja, ist scharf gestellt. Genau, und da wird eben erklärt, der Lab-Mode bezieht sich auf die menschliche Wahrnehmung. Die Kamera spinnt heute. Ich hoffe wirklich, dass das Video insgesamt gut wird. Und ich schaue immer auf meinen Monitor statt in die Kamera. Auch Entschuldigung dafür. Und hier wird aber auch erklärt, der Lab-Mode ist weder sinnvoll für den Monitor noch den Drucker. Ja, aber er ist eben für die menschliche Wahrnehmung und dadurch in speziellen Fällen hilft er, das Bild besser zu bearbeiten. Und das finde ich aber cool, dass sowas drinsteht. Denn erstens, ich kannte es nicht und zweitens, es ist wieder was Neues, was man kennt. Ein neuer Zugang, sich kreativ zu entfalten und mit einem Programm zu arbeiten. Und vor allem etwas, über das man nachdenken kann in seinem kreativen Bearbeitungsprozess. Es ist ja immer the more you know, also je mehr man weiß, umso besser und kreativer kann man arbeiten. Deshalb bin ich total begeistert, dass ich jetzt hier mal rausfinde, was der Lab-Mode ist und wie man den verwenden kann. Also auch hier finde ich das ganz cool. Und natürlich werden die anderen Modis auch beschrieben, wie zum Beispiel RGB oder ZMYK. RGB für den Monitor, ZMYK für den Druck. Was das ist, wie es funktioniert, warum man das verwendet, ist hier drinnen schön nachzulesen. Das ist ganz cool. Ah, übrigens, auch eine Sache, die ich erwähnen möchte, und zwar für alle Beispiele in diesem Buch kann man sich online die Version runterladen und dieses mega fette Buch, das ein bisschen schwer ist, um es morgens in der Arbeit im Bus zu lesen oder so, auf dem Weg zur Arbeit im Bus zu lesen, das kann man sich auch als PDF kaufen und man kann es auch als Bundle kaufen. Und ich würde euch wirklich, wirklich, wirklich empfehlen, das Ganze als Bundle zu kaufen, denn das kostet 5 Euro mehr als die Printversion und ihr habt eine digitale Version. Die kann nie dreckig werden, da gibt es keine Kaffeeflecken drauf. Ihr könnt unterstreichen, ihr könnt searchen, ihr könnt den Text so groß stellen, wie ihr wollt. Und besonders, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Buch für eure Mama kauft oder die Oma, die kann den Text größer stellen und kann es wirklich lesen. Und ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass in diesem Buch die Textgröße sehr angenehm ist. In Taschenverlagsbüchern zum Beispiel, da haben die Textgröße oft so die Größe von Medikamentenbeipackzettel oder so, wo du einfach eine Lupe brauchst, um das Buch zu lesen. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Der Text ist wirklich groß genug, man kann ihn angenehm lesen. Aber natürlich für Leute, die Probleme haben mit den Augen, ist es schön, wenn man es größer stellen kann. Und dafür ist die PDF-Version ganz cool. Und es gibt auch eine EPUB-Version und eine Mobi-Version. Es gibt aber keine Kindle-Version, weil das Kindle das Layout zerstören werde, was ich total nachvollziehen kann. Auf dem Kindle-Device kann man aber ein PDF öffnen. So, jetzt bin ich wieder vom Thema abgeschwiffen. Jetzt werden wir zurückschweifen zu unserem Buch und da gleich weitermachen. Und zwar sind wir hier bei LUT. Und das LUT ist eine sehr coole Sache. Und zwar verwendet man LUT, das bedeutet, warte mal, wo ist hier die Übersetzung? Das ist hier so schön geschrieben. Es bedeutet Lookup Tables oder Color Lookup Tables.
Und das ist was, was mich oft schon Leute gefragt haben, wie kann ich denn Bearbeitungselemente, also Arten der Bearbeitung speichern, wenn ich die für verschiedene Fotos verwenden möchte, so wie man das zum Beispiel in Lightroom machen kann, dass ich die auf andere Bilder übertragen kann. Und LUT ist genauso ein Ding, wo ich meine Settings speichern kann und diese Settings kann ich dann auf andere Bilder anwenden. Und das Ganze wird hier auch noch ganz cool, kann man hier sehen, in einem Workshop gezeigt, wo man dann Schritt für Schritt sehen kann, wie das Ganze funktioniert und wie man seine eigenen Farbprofile, Einstellungsprofile anlegen kann, damit der Workflow ein bisschen schneller wird, wenn man viele ähnliche Fotos hat. Ja, und das ist eigentlich wirklich, wirklich praktisch, sowas. So, nächstes Ding. Und das freut mich persönlich. Es gibt ein ganzes Kapitel für Schwarz-Weiß-Fotografie. Da bin ich wirklich froh, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank. Jetzt ist wieder unscharf. Oh Mann, meine Kamera will heute nicht so. Lieber Rheinberg Verlag, ich finde das echt cool. Hallo, ja, da ist er wieder. So, dass es wirklich für Schwarz-Weiß ein ganzes Kapitel gibt. Das ist sehr, sehr gut und es wird ausführlich beschrieben. Es werden verschiedene Arten auch beschrieben, wie man Schwarz-Weiß entwickeln kann, wie man es auch färben kann. Es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, das schwarz-weiß tatsächlich ist, sondern zum Beispiel auch Sachen wie Sepia oder dass man es einfärbt in verschiedenen Farben oder dass man Schwarz-Weiß-Bild mit einem Farbbild kombiniert, um verschiedene tolle Effekte zu erreichen. Also ganz cool. Und diese Dinge werden hier erklärt. Dann gibt es ein ziemlich dickes Kapitel und das freut mich auch sehr. Es gibt ein ziemlich dickes Kapitel für Retusche und auch hier wird dann Schritt für Schritt wieder im Workshop erklärt, wie man diese verschiedenen Dinge verwenden kann. Es tut mir echt leid, dass die Kamera ständig scharf und unscharf wird. Man merkt, ich bin noch kein Top-YouTuber, sondern eher am Anfang. Aber ja, ich hoffe, das Review gefällt euch trotzdem. Und es werden hier natürlich sehr viele verschiedene Dinge und Tools erklärt, die man für die Retusche braucht und verwenden kann. Über 100 Seiten. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist entweder das dickste oder das zweitdickste Kapitel im Buch, beschäftigt sich mit Fotoretusche und Bildbearbeitung, in der man auch lernt, wie man Bild ausrichtet und begradigt und natürlich die Farben anpasst und den Kontrast anpasst und diese ganzen Dinge, die man braucht, wie man auch den Klonpinsel verwendet oder Elemente aus einem Bild entfernt. Diese ganzen Dinge kann man da lernen in dem Kapitel Foto begradigen und ausrichten und eben halt auch diese ganze Retusche von Bildern ist in diesem ganzen Kapitel drin, also sehr, sehr cool. So, was ist denn mein nächster Punkt? Ah, RAW-Bearbeitung, liebe Freunde, ja, RAW. RAW ist beschrieben, ist jetzt nicht unbedingt das dickste Kapitel. Ich nehme an, Leute, die RAW-Fans sind, die würden sich ein bisschen mehr vielleicht erwarten, aber es ist wirklich jede Funktion beschrieben, die man für RAW braucht und der Rest von RAW ist eigentlich eher eine Gefühlssache und ganz persönlicher Tipp, ich würde euch sagen, wenn ihr viel mit RAW arbeitet, würde ich euch raten, dass ihr wirklich ein Buch kauft, speziell über RAW und was das ist und wie man damit arbeitet und wie man sinnvoll damit umgeht. Hier sind in erster Linie die Funktionen des Buchs des Programms beschrieben im Umgang mit RAW. So, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Und zwar ist das Montage, kreative Bildeffekte und Collagen. Und das wird gut und ausführlich beschrieben. Also finde ich ganz cool. Ist auch ein dickes Kapitel geworden in dem Buch. Und auch hier hat man eine Menge verschiedener Tools, die beschrieben werden. Zum Beispiel auch, was habe ich denn hier? Wie man Pinsel anlegt. Moment, ich muss das nochmal in die Kamera halten. Entschuldigung. Ich habe dazu auch ein Video auf meinem Kanal, aber man kann es hier im Buch auch nochmal nachlesen, was diese ganzen Pinsel-Settings sind, wie man die verwendet, um eigene Pinsel zu machen. Bin ich schon wieder unscharf. Weil Pinsel sind ein sehr unterschätztes Tool, finde ich persönlich, wo man oft nicht genug darauf achtet, was man mit verschiedenen Pinseln machen kann, wie man die anlegen kann, wie man die kreativ einbinden kann, weil da kann man ganz, ganz tolle Dinge damit machen. Ein paar Tutorials zu Pinseln findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal wiederum, wie man die einstellt und kreative Anwendungsweisen, aber ich möchte auch noch mehr Tutorials dazu machen. Aber das Buch hier gibt einiges her über diese eben verschiedenen Sachen der Pinseleinstellung und beschreibt hier wirklich auch die einzelnen Schritte dazu, aber natürlich auch Arten des Motivfreistellens sind hier drin, wie man Liquify verwendet, also es ist wirklich eine Menge in diesem Buch zu finden. Ich muss ab und zu ein bisschen reinschauen, weil es ist wirklich so viel, dass ich mir gar nicht alles merken kann. So, was haben wir jetzt hier als nächstes?
Das nächste Kapitel im Buch, und das finde ich auch toll, dass das alles ausführlich beschrieben ist, ist Panorama, HDR, Stitching und Perspektive, was alles wichtige Bereiche sind. Ich weiß, viele von euch sind große Fans von HDR und Perspektive, von HDR und Panoramabildern, die sehr gut ankommen. Und das wird eben hier Schritt für Schritt beschrieben. Wie geht das? Wie macht man das? Kann man hier auch toll sehen. Da zum Beispiel ist ein Panorama, das ist jetzt noch nicht ausgeschnitten. Da muss noch einiges damit gemacht werden. Aber man kann hier sehen, es wird alles gut beschrieben. Und es werden auch die Menüs vorgeführt und wie man die Menüs verwendet und was sie bedeutet und auch was Bildgrößen sind und so weiter. Auch das ist ja nicht unwichtig für ein Panorama zum Beispiel, dass man nicht einen Megafile hat, wenn man das ausdrucken möchte und geht dann, schickt einen 3-Gigabyte-File eine Druckerei, was ja sinnlos ist. Also auch diese Dinge werden hier ganz gut beschrieben. So. Hier hinten, wir haben noch einige Zettel vor uns, das ist echt krass. Ich habe wirklich dieses Buch hier durchgearbeitet, von vorn bis hinten. Was haben wir als nächstes? Textfunktionen. Und das finde ich auch ganz cool. Affinity Photo kann Text und zwar ganz komplex auch. Es hat viele Funktionen, die man oft auch leicht übersieht, weil die ein bisschen versteckt sind. Und das wird hier, ihr könnt zum Beispiel solche krassen Textaufbauten hier machen. Ich hoffe, dass es jetzt scharf stellt. So, hier, wie in einem Textverarbeitungsprogramm, wie ihr sehen könnt. Also das kann man wirklich in Affinity Photo so bearbeiten, so darstellen. Und ich weiß von euch, aber auch zum Beispiel von meiner Mutter, die sehr viel Textbearbeitung macht, dass die in ihren Slideshows, in ihren Bildbearbeitungen oder wenn sie das Bild, also ihre Urlaubsfotos nachher als Buch drucken wollen, dass sehr viel Text drin ist, wo nochmal beschrieben wird, was man erlebt hat oder historisch irgendwie erzählt wird über diese Dinge, die man im Museum fotografiert hat und so weiter. Und für das ist Textbearbeitung auch ziemlich wichtig eigentlich und diese Funktionen werden hier gut erklärt. Das ist ganz cool, dass das hier so ausführlich bei einem Bildbearbeitungsprogramm auch mit aufgenommen wird. Genau. Dann, also auch Muster in Texten, das ist bei mir auch ein Tutorial, dass man lesen kann, wie tue ich ein Bild zum Beispiel in den Text reinbauen. Also, dass das Bild innerhalb des Textes sichtbar ist. Also, das Bild Textform hat anschließend, das meine ich damit. Was haben wir als nächstes? Natürlich Formen werden auch besprochen, wie man die verwenden kann. Das Formen-Tool, das alle möglichen Formen hat, Rechtecke, Kreise, Herzen, Sternchen und so weiter, die man da verwenden kann. Du kannst auch ein Rechteck machen mit runden Ecken zum Beispiel. Das ist auch ganz cool und das wird hier auch erklärt. Und ist auch ein wichtiges Tool, besonders wenn man Kompositionen macht und möchte Bilder miteinander kombinieren, dass man diese, Formen als Ebenen anlegen kann. Dafür ist es oft recht wichtig oder auch für nette Gestaltungen. Man kann natürlich auch so eine Sache wie eine Grußkarte in dem Programm machen und so weiter. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Da muss ich wieder mal kurz in das Buch reinzoomen hier. Und zwar, auch wenn Affinity Photo kein Vektorprogramm ist, hat es die Möglichkeit, dass man Vektoren bearbeitet, also mit Linien arbeitet im Endeffekt. Geometrischen Linien, nicht Pixellinien, das ist der große Unterschied. Wird auch in diesem Buch schön erklärt, was der Unterschied ist zwischen Pixel und Vektor und wann man was verwenden sollte und warum es diese beiden Dinge gibt. Auch das findet man drin, aber eben auch, wie man mit Vektoren arbeiten kann. Ihr seht hier, man kann Gradients reinlegen, also Farbverläufe und dadurch eigentlich richtige Vektorbilder machen. Nicht so komplex natürlich wie Affinity Designer, das ein reines Vektorprogramm ist, aber es ist die Möglichkeit, da Vektoren zu bearbeiten. Das ist oft relativ wichtig. So, jetzt gehen wir mal weiter hier, wenn wir da nicht hängen bleiben. Auch die Ebeneneffekte werden hier ausführlich beschrieben. Ich glaube, ich zoome noch mal das, oder soll ich noch mal? Ja, ich zoome mal eines Bild. Dann tue die Kamera wieder ein bisschen vor und zurück, aber das ist ja nicht so schlimm. Genau, also ihr könnt hier sehen, die Ebeneneffekte, die sind jetzt nur an dem Beispiel des Wortes Hallo dargestellt. Ja, ich meine, es geht einfach um die technische Darstellung und man kann es eigentlich gut sehen. Also auch das ist in Ordnung und auf jeden Fall sind die Textebeneneffekte, die Ebeneneffekte sind alle erfasst und beschrieben in ihrer Funktionsweise. Auch das ist sehr, sehr cool. Als nächstes, jetzt kommt wieder eine Kritik. Liebe Freunde vom Rheinwerk Verlag, ich muss wirklich eins dazu sagen und zwar, ihr habt dieses geile Cover hier, ja? Und das finde ich wirklich toll, dass ihr so ein schönes Cover gefunden habt mit diesen tollen Beispielbildern. Und es sind teilweise auch schöne Beispiele im Buch drinnen. Aber es findet sich auch sowas hier. Und das ist, nachdem man 50 Euro für ein Buch rausgeknüttelt hat, ist das nicht schön. Also das muss, so Sachen müssen einfach besser aussehen, finde ich, weil
ich finde, das Wichtige am Lernprozess ist nicht nur, dass man die Funktion versteht, sondern auch, dass man inspiriert und animiert ist, die Sachen selber auszuprobieren. Und da müssen Beispiele einfach gut aussehen. Wie gesagt, das war jetzt wirklich eines der negativsten Beispiele im ganzen Buch. Viele der Bilder sind schöner gemacht. Manchmal sind die Bilder ein bisschen zu dunkel oder zu, wie soll man sagen, farbarm. Also es könnte ein bisschen lebendiger und schöner sein teilweise. Aber im Großen und Ganzen sind die Sachen gut dargestellt. Nur, wie gesagt, manchmal muss es einfach, könnte ein bisschen schöner sein. Also wirklich. So, gehen wir aber weiter. Weg von der Kritik, wieder zum Positiven. Und zwar Druck und Softproof. Finde ich ganz cool, dass das im Buch drinnen ist. Und es wird auf über 30 Seiten erklärt, wie man eine Datei für den Druck vorbereitet, was ein Softproof ist, wie man den verwenden kann. Da haben mich Leute auch schon gefragt. Auch wie man zum Beispiel einen Monitor kalibriert. Auch das ist ziemlich wichtig, wenn euch das sehr, sehr am Herzen liegt, wie die Qualität beim Druck ist und dass die Farben auch ähnlich oder gleich sind. Gleich werden sie nie sein, weil es kommt auf Papier und Farbe und so weiter an. Aber Affinity Photo bietet eine wirklich weite Spannweite von Möglichkeiten, speziell auch im Softproof, wo man sogar die Papierart, die Druckerart und so weiter alles eingeben kann, um dann ungefähr ein Beispiel zu haben, wie das Ganze aussieht. Und wie man eben die Dateien vorbereitet. Es ist relativ wichtig, das zu wissen, wenn man gute Druckergebnisse haben möchte, damit man nachher nicht enttäuscht ist von dem, wo man Ewigkeiten Bild bearbeitet hat und dann hat man was, wo man denkt, na, das ist jetzt aber nicht so gut geworden. Und das kann man vermeiden eben mit diesem Kapitel über Druck und Softproof. Ganz cool. Dann eine ganz wichtige Sache, die ich auch oft gefragt werde, und zwar wieder Stapelverarbeitung. Wie kann ich mehrere Bilder auf einmal bearbeiten? Es wird hier sehr schön in einem eigenen Kapitel geklärt, wie geht Stapelverarbeitung, wie funktionieren Makros, was sind Makros überhaupt? Ganz kurz zur Erklärung, Makro ist, wenn ich eine Aufnahme mache von den ganzen Schritten, die ich gerade bearbeitet habe und diese Aufnahme rein der technischen Prozesses, die kann ich dann auf eine andere Datei wieder anwenden, nur damit ihr ungefähr wisst jetzt, okay, Makro, wovon redet der Typ? Und das kann ich dann zur Stapelverarbeitung verwenden, indem ich zum Beispiel diesen aufgezeichneten Arbeitsprozess auf 50 andere Bilder automatisch anwenden lasse und mir damit Zeit spare. Kann man übrigens auch sehr trickreich anwenden zur Vergrößerung oder Verkleinerung von Bildern, zur Formatumwandlung, ein bisschen zur Farbanpassung und so weiter, dass man sich da ein bisschen was spart oder zum Beispiel um Wasserzeichen ein Bild reinzugeben. Solche Dinge, dafür kann man das auch verwenden. Es muss nicht immer ein komplexer Prozess sein, den man bei Makros und Stapelverarbeitung macht. So, okay, wieder eine ganz kleine Kritik. Und zwar, viele von euch verwenden Affinity Photo auf dem iPad und ich kann wirklich verstehen, dass man dafür gerne eigene Videos hätte und eigene Erklärungen hätte. Und es gibt hier ein Kapitel, das ist aber wirklich sehr dünn ausgefallen und es beschreibt nur sehr rudimentär Funktionen auf der iPad-Version. Man kann allerdings dazu sagen, und das ist wirklich, liebe iPad-User, wenn ihr dieses Buch habt, viele, viele Funktionen, die es in der Desktop-Version gibt, die finden sich auch in der iPod-Version. Die funktionieren teilweise ein bisschen anders, aber man kann es wirklich von diesem Buch herleiten, was da gemacht wird und wie man es dann selber anwenden kann. Ich weiß, man muss ein bisschen rumsuchen und so weiter, aber die iPad-Version ist nicht so weit entfernt, dass man es gar nicht mehr schaffen könnte. Also insofern, man kann sich ein eigenes iPad-Buch kaufen, aber wenn man iPad und Desktop verwendet, dann denke ich, dass man mit diesem Buch für beide Versionen eigentlich gut zurechtkommen sollte. So, wir sind eigentlich fast durch die Review. Boah, wir haben jetzt ganz schön viel geredet. Was haben wir denn hier noch? Ach ja, externe Tools, das finde ich auch ganz toll. Lieber Reidenberg Verlag, das finde ich ganz, ganz cool, dass ihr hier ein eigenes Kapitel habt über externe Tools. Also Beispiele von externen Tools, ein bisschen wofür die gut sind, wie man die verwenden kann, was die speziellen Funktionen sind, warum man überhaupt externe Tools braucht, zusätzlich zu Affinity Photo, weil alles kann das Programm natürlich auch nicht. Bei manchen Dingen sind andere Programme besser. Zum Beispiel ist Affinity Photo nicht dafür geeignet, Fotos zu taggen und zu organisieren und in eine Diashow zu arrangieren. Dafür sind andere Programme wie zum Beispiel Lightroom besser geeignet und hier sind noch viele andere Beispiele. Und es gibt zum Beispiel auch einen RAW-Fotobetrachter, damit man die nicht alle einzeln erstmal in Affinity Photo aufmachen muss, sondern vorher mal gucken kann, was ist auf den Bildern überhaupt drauf, damit ich die auswählen kann für die Bearbeitung. Auch ganz cool. Also das ist eine super Funktion. Und dann jetzt ganz zum Schluss eigentlich noch, es ist hier Wissenswertes im Anhang dabei. Und das finde ich ganz cool, finde ich gleichzeitig positiv und ein kleiner Kritikpunkt. Und zwar, man hat hier die ganzen Tastenkürzel. Das finde ich auch super, super cool, dass das alles dabei ist, dass man das nachschlagen kann. Und das möchte ich auch nochmal ganz
ganz entschieden nochmal mitgeben, dieses Werk hier ist sowohl für Anfänger als auch für Leute, die sich wirklich gut auskennen, ein Nachschlagewerk in allererster Linie. Und das ist auch wirklich das Gute. Wenn du überlegst, oh, ich würde jetzt gern dies und das machen, wie geht denn das? Dann nehme ich mir dieses Buch und schlag's kurz nach, wie das geht. Und dann weiß ich und verstehe die Funktion. Und das ist eigentlich der größte Nutzen. Und deshalb ist es auch so ein Riesen-Oschi, den man hier hat. Die kann man nachher auch super als Türstopper verwenden, wenn die Software veraltet ist. Aber bis dahin ist es eigentlich ein sehr gutes Nachschlagewerk, wo die ganzen Sachen drin sind. Der kleine Kritikpunkt ist, dass ich gerne hätte, dass diese Liste hier mit den ganzen Tastenkürzeln als raustrennbare Karte beiliegt. Das ist der einzige Punkt, den ich mir eigentlich noch wünschen würde bei diesem Buch. Ansonsten ist es ein klasse Buch, also ich kann auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung geben für dieses Buch, das wirklich sehr umfangreich ist, sehr gut gemacht ist, alle Tools, also wirklich alles beschreibt, und man kann wirklich sagen, es ist unmöglich, alles über Affinity Photo zu wissen, außer Frank, wie heißt er nochmal? Frank Treichler, der weiß scheinbar alles, und das hat er alles hier in dieses Buch gegossen. Deshalb ist es auch so riesendick, und deshalb würde ich auch empfehlen, kauft euch das Buch zusammen mit dem PDF, damit ihr nicht immer diesen Oschi rumtragen müsst, und dann könnt ihr auch unterwegs ein bisschen in der U-Bahn schmökern und so weiter auf eurem Smart Device, was auch immer ihr da habt, iPad, Kindle, Smartphone, wie auch immer. Also ja, das war die Review. Bitte, das möchte ich noch dazu sagen, schreibt viele Kommentare von Fragen. Ich habe ja das Buch jetzt hier, das darf ich auch behalten. Da kann ich euch noch Fragen beantworten. Also natürlich nicht zu Funktionen von Affinity Photo, sondern wenn ihr Fragen habt, ist das im Buch drin, wie ist das erklärt oder irgendwelche anderen Sachen. Und liebe deutsche Zuschauer, schreibt kräftig Kommentare unter das Video, weil dann weiß ich auch, dass euch diese Sachen interessieren, und der Verlag weiß das auch, und dann könnte ich öfter mal Reviews machen, auch über andere Produkte oder über andere Bücher dieses Verlags und so weiter. Also das wäre ganz cool, ja, dass man das eben weiß, dass ich auch das Feedback habe, dass euch solche Sachen wichtig sind. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Review, die dann vielleicht auch auf Deutsch ist, wenn es sich wieder um ein deutsches Produkt handelt. Also vielen Dank und tschüss und einen schönen Tag euch. Ciao, 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 ciao. So.